What's up, Pamarillos? Mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Raps Play. Bitte sucht mal nach dem DLBDW. Einfach mal eintippen bei YouTube, DLBDW, das längste Battle der Welt. Wenn ihr da jemanden kennt, wo ihr sagt, der muss da unbedingt mitmachen, dann schreibt mir das einfach oder sagt den Leuten Bescheid. Wir suchen da immer Leute, quasi, also nicht nur jetzt, wir haben schon ein paar, die da mitmachen, aber für die Zukunft, die reihen sich einfach hinten an und dann geht's immer weiter. In der heutigen Folge gucken wir Onkel Gammel oder nur noch Gammel, wie auch immer. Und wer, gegen wen muss er battlen? Gegen Mr. Deathline, und der hat nicht eingereicht, deswegen ist Gammel weiter. Die Ergebnisse sind übrigens jetzt schon raus, seit gestern Abend, glaube ich. Und ich werde mir die aber nicht angucken, sondern immer erst, nachdem ich das Battle gesehen habe, um dann einfach mal meine Wurst dazu zu geben und dann einfach mal zu schauen, ob das mit der Jury konform war oder ob wir da mit der Meinung auseinandergehen. So, Gammel, ich habe gehört, die Runde soll gut sein. Enttäusch mich nicht. Du machst deine Runden selber und das merkt man auch. Ist nämlich wack wie Sau. Beispielsweise deine scheiß Beats, Junge, die sind sowieso nicht geil. Was soll das sein? Mr. Deadline, nix, Probiotik-Type. Geil, Drum Bass, ich komm voll gefickt vom Splash, du rotzt dir Lines in dein Face. Germanisch-depressiven Sau, zerschlag ich deine Lesebrille. 5 Tage wach, doch ich hab trotzdem noch mehr Lebenswille als du, doch das ist auch gar nicht schwer. Häng dich einfach auf und das wär's. Sonst hätte ich noch Tipps, die du... Das sieht übelst bescheuert aus. Ich habe so eine Runde mal gemacht. Da habe ich meinen Mund in Filmtrailer reingeschnitten. Also auch bei Harry Potter und Voldemort und so. Da habe ich das quasi genauso gemacht. Aber halt nicht auf, sag ich, also schon auf reelle Personen, aber halt auf Schauspieler und nicht auf sich selbst. Ist auch keine schlechte Idee auf jeden Fall. Aber ich finde, Gammel kommt auf dem Drum and Bass Beat eigentlich ziemlich nice. Also wenn der Beat gleich noch richtig abgeht, mit Gammel auch, dann bin ich echt zufrieden. Alle 5 Tage wach, doch ich hab trotzdem noch mehr Lebenswille als du, doch das ist auch gar nicht schwer. Häng dich einfach auf und das wär's. Sonst hätte ich noch Tipps, die du bestimmt nach heute brauchst. Wenn du wieder mal traurig bist, geh einfach mal mit Freunden raus. Mach doch mal eine Therapie beim Arzt, klar. Lass die Das Ding ist, was sie hier von der Videobearbeitung nicht so gut gemacht haben, vielleicht ein Tipp fürs nächste Mal. Wenn du hier guckst, der Schatten ist links im Gesicht, aber in der Aufnahme ist der Schatten rechts im Gesicht. Da hätte man das spiegeln müssen. Weißt du, hättest du das gespiegelt, wäre der Schatten hier auch links gewesen und die Sonne rechts. Das kann man immer machen. Also das nächste Mal, wisst ihr Bescheid. Eine Therapie beim Arzt, klar. Lass die Deprimucke und dann mach was, was dir Spaß macht. Deine Kellerbräune kann man leuchten sehen. Du kannst böse rappen, dafür kann ich unter Leute gehen. Du brauchst Promo für dein Tape? Ja, ja. Doch verdienst du einen Cent? Nein, nein. Da wird der Asu wieder käsebleich. Junge, was für Ehrenlein, ich schlage dir den Schädel ein. Du brauchst Promo für dein Tape? Ja, ja. Doch verdienst du einen Cent? Nein, nein. Da wird der Asu wieder käsebleich. Junge, was für Ehrenlein, du bist genau das Gegenteil. Du hältst rum, weil wir die Gegnernamen nicht in Titel schreiben. Rate mal, wen ich jetzt nicht in den Titel schreibe. Du sagst... What the fuck? Eine coole Line. Schreiben die das echt nicht? Nee, stimmt, hier steht einfach nur Gammel. Du bist genau das Gegenteil. Du hältst rum, weil wir die Gegnernamen nicht in Titel schreiben. Rate mal, wen ich jetzt nicht in den Titel schreibe. Du sagst, dass ich vor den Leuten keinen Respekt habe. Dann gib doch mal einen Gegner vor, dem man Respekt haben kann. Wenn der das sieht, steckt er den Kopf in den Sand, bis die Wut aufsteigt und haut ein Loch in die Wand. Denn so triggert man so ein bipolares Schwein. Und weil du das bist, kommt jetzt nicht mal der Beat-Producer rein. Und Aurora, ihr wart so ein süßes Paar. Aber Asu rastet manchmal halt ein bisschen aus. Er sagt, die Trennung ist ihm wirklich scheißegal. Deshalb haut er eine Woche später Diss-Tracks raus. Du bist ein kleines Bürstchen, das auf Tracks ne Welle schiebt. Ihr wart so wie das Spiegelbild von Genix und Vitality. Nur einen Unterschied kommt man zu ihnen erblicken. Du bist so wie Klopper, du konntest Alina nicht ficken. Du brauchst Promo für... Ist Klopper. Stimmt, Klopper ist geflogen, gell? Alter. Klopper, ich hab Klopper echt gefeiert, Alter. Und der ist geflogen. Ich muss sagen, seine Runde war auch nicht gut. Ich hab Klopper immer mega gefeiert, aber. Na, so schade. Ich glaube, der hat sie einfach unterschätzt. So schade. Für dein Tape? Ja, ja. Doch verdienst du einen Cent? Nein, nein. Da wird der Asu wieder käsebleich. Junge, was für Ehrenlein, ich schlage dir den Schädel ein. Du brauchst Promo für dein Tape? Ja, ja. Doch verdienst du einen Cent? Nein, nein. Da wird der Asu wieder käsebleich. Junge, was für Ehrenlein, du bist genau das Gegenteil. Ja, ja. Schlage dir den Schädel ein!
Nice. Eine nice Runde auf jeden Fall gewesen. Die Hook habe ich jetzt nicht so mega gefeiert. Also die, da hätte ich mir irgendwie was Cooleres gewünscht. Aber ich weiß nicht, wer dieser Mr. Deathline ist. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob er damit irgendwie was gerissen hätte oder nicht. Wahrscheinlich, wenn ich den nicht kenne, dann wird er, glaube ich, auch nicht gut sein. Ich will es hier nicht fronten oder so, aber ne, gut. Gammel weiter, freut mich auf jeden Fall. Gammel ist ein Korrekter auf jeden Fall. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin gespannt, wer noch so kommt. Bis dahin, stay bam, tschüss. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt den Kommentar, denn das heilt und es spart Leben für mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.